Rolf Fuhrer, was zieht ihr für eine Bilanz jetzt von dem 10. Zermodon Plugged? Ja, eine sehr positive und sehr gute. So viele glückliche Leute, so viele glückliche Besucher, Gäste, aber auch Künstler. Ich glaube, das ist wirklich über unseren Erwartungen. Und das Wetter hat auch extrem mitgespielt. Und wir haben so viele wunderschöne Shows gesehen, viele tolle Konzerte. Also wirklich, wo Leute sagen, das beste Konzert, das ich je gesehen habe in meinem Leben. Und das ist schön zu hören. Was war das Beste? Nelly Furtado, Stefan Eicher? Oder was war der auch ein persönlich Favorit? Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also, Stefan Eicher war sicher einzigartig, weil es wirklich so eine perfekte Show war. Und dann noch mit dem Kuchen, den er für uns gebacken hat, zum 10. Geburtstag auf der Bühne, das war wirklich unglaublich schön gewesen. Paolo Nutini am Freitag ist auch absolut, also ich meine, genial. Besser kann es wirklich nicht sein. Aber alle Künstler, eben wie auch Nelly Furtado, die einfach ein komplett anderes und neues Set für uns macht, sind wirklich einfach, es ist extrem faszinierend, das so zu sehen. Wie geht es weiter? Das nächste Jahr ist ja schon die Hälfte schon gab. Was gibt es für einen Künstler, den man unbedingt mal einladen wollte? Wir haben jetzt noch wir machen jedes Jahr so eine Liste von den Künstlern und die schaffen wir dann kontinuierlich ab. Die haben wir jetzt fürs 11. noch nicht gemacht. Ich kann mir aber ein paar Namen vorstellen, aber da kann ich noch nicht viel dazu verraten. Bruce Springsteen wäre immer so ein Wunsch von Thomas Stärke, vom Festivalgründer, oder? Das wäre natürlich definitiv absolut, also das wäre natürlich das Highlight für immer, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ja, das tun wir uns als Ziel weiterhin auf die Liste drauf. Ja. Es wird auch dieses Jahr wieder Neuerungen gegeben, das Taste Village zum Beispiel, das wird auch so weitergehen, gibt es nächstes Jahr auch wieder neue Sachen, neue Bühnen vielleicht euch? Ja, wir sind laufend immer dran, zu optimieren, neue Formate einzuführen, schauen, was funktioniert nicht, okay, machen wir das können wir so entwickeln. Ich glaube, mit dem Taste Village und den zwei neuen Konzertreihen, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, ist schon eigentlich ein rechter Schritt gewesen. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir an der Basis arbeiten und an der Qualität und am Inhalt arbeiten und nicht einfach immer grösser und grösser werden. Das ist nicht per se das Ziel. Also für das nächste Jahr ist sicher wieder mal ganz viel Basisarbeit und Optimierung angesagt. Aber erfahrungsmäßig kommt uns immer noch irgendetwas in Sinn, was wir dann nachher noch machen. Ist die kritische Größe erreicht vom Festival? Man kann ja nicht endlos wachsen, oder? Nein, ich glaube effektiv, es ist so, man kann nicht endlos wachsen. Entweder muss man mit den Tagen verlängern oder eben das andere. Und das ist sicher auch unser Fokus. Man schafft wirklich an der Qualität, man schaut, dass die Shows noch besser werden, man schaut, dass die Situation vor Ort noch besser wird, dass das ganze Setup schöner wird, dass der Gast und der Besucher noch ein schönes Erlebnis hat. Das ist sicher der Weg. Aber irgendwann ist dann sicher irgendwo so ein natürliches Level erreicht, das ist klar.